Everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder Farmers Dynasty. Und ich habe zwar gesagt, wir sehen uns wieder, wenn die Sämaschine auf dem Hof ist. Sie ist zwar noch nicht auf dem Hof, aber sie ist auf dem Weg zum Hof. Aber ich wollte hier noch in den Shop gehen, habe ich ja gesagt. Und wir wollten da noch einkaufen. Oder ich. Und ja, ich dachte, ich nehme euch gerade mit. Wir haben ja zu wenig Kühe. Wir müssen da mehr Kühe haben wie die Kuh. Und wie bei Pro Gaming, da könnt ihr noch schauen. Der Link ist in unterm Video in der Beschreibung drin. So, schauen, ob heute einer da ist. Nee. Immer noch keiner da. Dann nehmen wir die Sachen wieder mit und legen das Geld auf den Tisch. So. Genau. Wir werden jetzt noch kein Saatgut oder so kaufen für die Sämaschine. Ich wollte ja Kühe kaufen. 1, 2, 3. Ne, 4 nicht. 4 ist ein bisschen zu viel. Ich habe nicht mehr so viel Geld. Ich habe leider ein bisschen was ausgegeben. Für Treibstoff. Ich habe den Tank noch auf dem Hof ein bisschen gefüllt. Vielleicht ein bisschen zu viel. Aber das ist ja nicht weg. Da können wir noch 2 Jahre von tanken. So. Genau, ich wollte noch schauen, Hühner kriege ich einfach nicht mehr. Hühner verkaufen sie mir nicht. So, aha, hier sehen wir auch Hühnerfutter, was ich momentan im Lager habe. Also was die Hühner im Stall haben, kann ich hier beim Händler anschauen. Das ist sehr schön, weil wenn ich das nämlich vergessen habe, ja, muss ich da extra zum Hof und schauen. Und so steht das alles schön da. Das ist genauso hier mit den Samen von den Kürbis und Zucchini. Da habe ich jetzt noch 16, da habe ich 21. Tomaten haben wir nicht, weil das kriegen wir günstiger woanders. Okay, wir kaufen noch 3 Kühe. Dann haben wir nachher 5. Ja, voll. Und haben wir auf jeden Fall mehr wie die Pro. So, jetzt haben wir noch 669 Euro. So, wir legen das Geld auf den Tisch und verschwinden hier wieder mit der Sämaschine natürlich. So, komm schon, spring an. Ich habe mal geschaut wegen neuen Traktor und habe festgestellt, nö, geht nicht. Können wir vergessen, Sozialpunkte haben wir zu wenig. Wir sind da irgendwie nicht so ganz sozial. Und Geld haben wir sowieso nie, weil ich ja immer irgendwas kaufe. Aber ich mache das ja, bei den Kühen sollte ja da ab und zu was bei rauskommen. Jeden Tag ein bisschen Milch, die können wir dann teuer verkaufen. Ich weiß auch nicht, ob der Händler der einzige ist. Wohl, ich glaube, bis jetzt ist es schon der einzige, der uns das Zeug abkauft. Aber irgendwie wird sein Laden immer voller. Da geht bloß ich verkaufe ihm Sachen und bei ihm kommt, glaube ich, gar keiner einkaufen. Es wird irgendwie nicht leerer und irgendwann habe ich ihm so viel verkauft, damit er gar nichts mehr annehmen kann von mir. Aber ja, das ist sein Problem. Ne, das ist mein Problem, wenn ich ihm nichts mehr verkaufen kann. So, da ist unsere kleine Ranch schon in Sicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal eine Sämaschine ohne Saatgut. Aber das macht gar nichts. Wir brauchen auch noch kein Saatgut. Wir müssen natürlich alles bei uns noch pflügen. Und ja, solange wie das noch nicht gepflügt ist, brauchen wir da auch noch kein Saatgut. Das können wir immer noch holen. Müssen wir wahrscheinlich schon wieder was anderes auch noch kaufen. So. Aber wir haben ja noch die ganze Ernte hier von uns. Die würde noch bereitstehen. So, jetzt muss man mal schauen, ob das überhaupt geht hier mit dem Teil. So, Konzentration. Ich würde es gerne hier reinstellen, weil ich glaube, hier können wir unser Saatgut auffüllen. Magazin, warte mal, Enter.
Aha, Sämaschine befüllen. Wir können. Hier haben wir schon was da. Weizen hätten wir eigentlich da. Das ist ja nicht schlecht. Alles klar. Dünger im Lager haben wir auch schon was. Das ist auch nicht schlecht. Also es wäre eigentlich was da. Haben wir jetzt abgekoppelt? Jawohl. Also Weizen könnten wir eigentlich machen. Kein Problem, hätten wir. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber wie ihr seht, ist da noch viel zu tun. Jetzt weiß ich nicht, was schlau ist. Wie lange das natürlich wächst. Ob man erst ein Feld fertig macht, Weizen drauf macht und nachher sich um das nächste kümmert. Oder alles macht mit einmal. Ja. So, ich habe irgendwie keinen. Irgendwie bin ich jetzt ausgestiegen hier. So, ich wollte eigentlich noch schauen bei den Kühen, wenn wir jetzt da mehr. Jawohl. So, alle mal stillgestanden hier, sonst schleife ich hier. Oh, die fallen alle um. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall eine schwarz-weiße, eine braune, braun-weiß. Sehr schön. Wie viel können wir denn noch kaufen? Eins, zwei, drei, vier. Können wir nachher 9 Kühe? Ja, sieht so aus. 9. Okay, mehr geht denn auch nicht. Gut, Futter haben wir ja noch. Engineering, hier ist alles gut. Haben wir schon geschaut. Futter können wir hier. Haben wir noch. Im Besitz 5 Kühe. Okay, das ist gut. Jetzt wäre das nächste, die Tür zu machen. Ich wollte noch schauen, den Tank haben wir ja auch. Treibstoff 2040 Liter. Ich habe zweimal drauf gedrückt. Ich dachte, 1000 ist zu wenig und 2000 ist gerade so gut. Treibstoff haben wir erstmal hier noch, glaube ich, für die nächsten 7 Jahre. Okay, Tomaten und so, das Zeug wächst eh nicht. Wir können noch mal auf der Karte schauen. Es sind ja immer neue Missionen bereit. Nein, nicht so. Hier oben wäre natürlich Düngestreuer. Ja gut, den können wir denn machen, wenn wir unser Feld gemacht haben. Dann können wir nachher mit einem Düngestreuer rüber. Mist, Mist. Mistschreuer, ja Mist. Ich wollte nicht sagen Mist, aber ich kann nicht hier irgendwo Mist schon sehen. Getreide? Kühe? Glaubt der ist gar nicht aktiv. Oder ist das da? Gülletank, okay. Das ist der Gülletank. Oh, Mist gelagert. Ist Mist und Gülle dasselbe? Okay, wenn ich da drunter fahre, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Gülletank. Mist gelagert. Okay. Also könnten wir eigentlich damit unser Feld düngen. Hätte ich gemeint. Also wäre es ja schlau, wenn wir da das nächste Mal eigentlich oder demnächst eigentlich Miststreuer. Düngestreuer. Also ich würde ja eigentlich den Miststreuer machen, weil Mist habe ich ja schon. Und wenn die Kühe noch weiter so machen, haben wir noch mehr Mist. Okay, aber hier müssen wir erstmal das Feld pflügen. Saatgut haben wir ja gesehen, haben wir ja da. So, pflügen ist natürlich immer so langweilig. Da musst du bloß hin und her fahren. Aber ich zeig mal, wie ich das mache. Ich fahre hier Vollgas so übers Feld. Und weiß gar nicht, warum ich da angefangen habe, ja schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Warte mal, vorhin war ich noch hungrig. Fällt mir gerade so ein, ich muss noch was essen. Fisch, wir essen ja nur Fisch. So, Fisch und ein Apfel. Genau, und dann geht es uns wieder gut und wir können weitermachen hier mit dem Pflügen. Pflügen ist ja momentan unsere Hauptaufgabe hier. Ja, aber wir müssen da natürlich noch ein paar Missionen machen. Wir müssen natürlich schauen auch, damit wir da ein bisschen sozialer werden, damit wir da was reinkriegen. So, wir verscheuchen mal den Vogel und ich fahre auf der Seite zurück. Warum? Einfach.
So, jawohl. Ich fahre mal auf der Seite zurück. Und fahre dann immer so Kreise ringsherum. Er lenkt nicht so gut. Wir haben nicht so viel. Boah. Brauchen Frontgewicht. So, auf jeden Fall finde ich cool, haben wir schon mal Saatgut da. So, jetzt fahren wir nachher auf der Seite wieder. Ihr seht, der schiebt da richtig über die Vorderachse. Der merkt schon das Gewicht, was er da hinten dran hat, was er da ziehen muss. Aber wir lenken da kräftig dagegen und schmeißen den ganzen Kladderadatsch darüber. Wir wenden das ganze Feld einmal mit dem Wendeflug. So, ich würde sagen, wir machen das mal mit dem Feld hier fertig. Danach wäre natürlich mit der also müsste mal schauen, ob ich noch, wahrscheinlich muss noch mit dem Grubber drüber, nehme ich an. Wenn mit dem Grubber drüber sind, ich weiß gar nicht, vielleicht wäre es auch direkt mit dem Grubber gegangen, habe gar nicht geschaut. Wir fliegen es einfach mal. Hätte ich eigentlich schauen müssen. Vielleicht hätte ich bloß fliegen müssen, wenn ich noch Mist drauf gemacht hätte. Also ich würde das Feld mal pflügen, dann werden wir mal schauen, ob wir mit der Sämaschine drauf können, ob wir es noch vielleicht grubbern müssen. Fahre ich da wieder gegen. Und wenn der Flug unten ist, kann man gar nicht rückwärts fahren. Das ist noch ganz krass, das würde natürlich in echt auch nicht gehen. Beim LS-17 geht das natürlich. Seht ihr, er kommt gar nicht zurück. So, ich muss da mal ein bisschen gerade stehen, wenigstens, damit ich ungefähr die Richtung habe hier, wo ich mich da lang arbeiten kann. Und das ist wirklich so, der muss richtig gegenlenken, damit du da irgendwie die Spur halten kannst, weil so einfach geradeaus fahren geht meistens gar nicht gut, jedenfalls nicht bei mir. Und das macht die ganze Sache ein bisschen anspruchsvoller. Sag ich mal. Ich kann mal ein bisschen die Kamera drehen. Ah, den Traktor wollte ich mal waschen. Da habe ich noch gar nicht geschaut auf dem Hof. Irgendwo wird das wahrscheinlich sein, damit er auch den Traktor waschen kann. Oder vielleicht wäre das auch bei der Tankstelle gewesen. Aber da müssen wir jetzt nicht hin. Ich habe ja erstmal 2000 Liter noch gekauft hier für den Hof. Für die großen Geräte schon mal. Die wir dann irgendwann natürlich kriegen. Ah, jetzt ist es ja noch so. Es ist ja die Möglichkeit, es besteht die Möglichkeit, noch Felder zu kaufen. Das macht ja meiner Meinung nach recht viel Sinn. Da können wir uns ein bisschen vergrößern, weil irgendwo ist ja mit den Tieren ist ja da ein Limit gesetzt. Wir können 9 Kühe, wenn ich das richtig gezählt habe, und 10 Hühner. Warum dann halt 9 Kühe und nicht 10, das weiß ich natürlich auch nicht, aber ja, da kriegen wir dann irgendwann keine Einnahmen. Und den ganzen Tag mit der Angelrute am See stehen und Fische fangen, damit wir die verkaufen können, ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Aber so ein paar neue Felder, das wäre natürlich nicht schlecht. Da würden wir auf jeden Fall da ein bisschen was einnehmen. Und was ich mich gefragt habe, wie ist das eigentlich mit den Jahreszeiten hier? Wir haben jetzt irgendwie August. Wenn ich jetzt das Feld wieder parat mache, ist es ja dann im Dezember fertig, oder was? Wenn es genauso lange geht wie die Tomaten. Es geht auch nicht, damit ich eine Woche lang schlafe und dann die Hühnereier einsammle, weil es dann nicht bloß 25 sind, sondern weiß ich 200. Das geht nicht. Es sind dann trotzdem bloß 25, weil ich muss jeden Tag einsammeln. Und mit der Milch, denke ich mal, ist es genauso. Du musst jeden Tag die Kuh melken, kannst ja nicht eine Woche lang aussetzen. Und ja, ist das Euter nachher so groß, damit du bei jeder Kuh 1000 Liter rauskriegst. Nee. Du musst sie jeden Tag machen, so wie sie in echt auch ist. So. Was hat
damit der Traktor überhaupt hier durchkommt, ist Wahnsinn. So, ich würde sagen, ich flüge da noch weiter. Das geht jetzt natürlich noch eine ganze Ewigkeit. Und ja, werde dann ausprobieren, wie gesagt, ob ich mit der Seemaschine drauf kann, ob ich noch grubbern kann. Wenn ich noch grubbern muss, werde ich dann noch grubbern und mit der Seemaschine dann Weizen hier auf jeden Fall mal ranmachen. Wir machen erstmal ein Feld, würde ich sagen. Ein Feld kann da wieder wachsen. Und das andere machen wir so nach und nach. Wir wollen natürlich noch den Miststreuer haben, wenn unsere Tiere da schon Mist produzieren. Oder Gülle. Die produzieren ja beides. Ich weiß nicht, wie der Mist aufgeladen wird. Ob ich den, muss ich den mit der Hand aufladen? Oder haben wir da eine Schaufel? Man weiß es nicht. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich werde dann noch weiter fliegen. Und ja, das nächste Mal geht es da lustig weiter hier. Bei Farmers Dynasty. Und schaut noch bei der Puh vorbei. Mal schauen, wie viele Kühe die hat. Ob die auch schon 5 hat oder noch 4. Okay. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.